Nur schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie versprochen gibt es heute den zweiten Teil von der Renovation von meinem Treppenhaus oder Gang. Leider ist es etwas länger gegangen, weil ich noch einen Fachmann holen wollte, um herauszufinden, was die beste Möglichkeit ist für mich. Auch ein bisschen die einfachste. Und dann musste ich noch auf das Material warten und einfach noch ein Sonstiges um die Ohren gehabt. Darum ist es etwas länger gegangen. Aber jetzt geht es los. Und zwar ist heute mein Plan, dass ich die Wand, da hat es ja noch Klebstoff drauf, den ich einfach nicht wegkriege. Das wird jetzt alles abgeschliffen. Ich habe das noch nie gemacht. Habe ein bisschen Respekt davon, muss ich ehrlich sagen. Und die Jungs haben natürlich super den Gaudi, weil ich mir das antue. Und hoffe wahrscheinlich auch ein bisschen, dass ich mich blamiere. Ich hoffe natürlich nicht. Also alles, was ich heute mache, mache ich das allererste Mal. Das soll also kein Video sein, wie man so etwas macht. Ja, dann würde ich sagen, ich ziehe mich um, damit ich startklar bin. Und dann legen wir los. Tada! Ich bin jetzt startklar, ich bin umgezogen. Nein, ich arbeite nicht bei der SBB. Aber es wird wahrscheinlich so viel Staub geben, dann findet ihr mich garantiert in dieser Leuchtfarbe, wenn irgendetwas passieren soll. Ja, zum Glück bin ich auch extra nicht gewaschen, da ich nachher wahrscheinlich ein Staubmäntel wird sein. Also, ich mache jetzt alles bereit auf der Maschine her. Und dann starten wir. Viel Spaß! Ah, apropos, ich werde nicht ganz alles filmen oder relativ kurz. Durch das es eben den Staub gibt, wird wahrscheinlich sonst meine Kamera in Mitleidenschaft gezogen und das möchte ich einfach nicht. Also, aber ich denke, du wirst ein bisschen sehen, um was es geht. Also, viel Spaß! So, Hafis. Aber oben durch und unten durch hat mir der Toni geholfen. Merci vielmals für das. Weil für das ist eine Kraftsache. Und das ist relativ schwierig. Aber die Flächen sind recht gut gegangen. Also es ist fast eigentlich alles gemacht. Morgen noch etwas Handarbeit. Und dann geht es hoffentlich gleich ans Gipsen. So, ich bin jetzt fertig und gehe endlich duschen. Wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich bin jetzt schon dran mit den Feinarbeiten, also Kanten, die ich noch versäubere. Und da ich den Türrahmen auch durchstreiche, tue ich den natürlich auch jetzt gerade grob anschleifen. Dann habe ich noch einmal eine Sauberei. Und vor allem, wenn die Wand schön verputzt ist und ich nachher wieder schleifen muss, dann komme ich vielleicht wieder an die Wand an. Ja. Und zwar nicht, dann mache ich gerade alles in ein, dann habe ich einmal Dreck. Und dann sollte das so wie gut sein. Also, ich werde es noch ein bisschen schleifen und mache alles fertig zum Gipsen.
ziemlich jetzt alles fertig gemacht, was die Wände angeht. Heute würde ich eben, wie gesagt, die Holzrahmen noch schleifen, dann ein bisschen Ordnung machen. Dann hoffe ich, dass es endlich ans Gipsen geht. Das ist jetzt doch ein bisschen länger gegangen. Es ist ein altes Haus, also es bricht aber überall Wandstück raus. Die müssen dann auch wieder neu vergipst werden. Ja, und gibt doch ein bisschen Arbeit. Also ich würde sagen, weiter geht's. Ah, und wenn es immer ein bisschen gewackelt, liegt das nicht an meiner Kamera, sondern es ist ein altes Haus und jede kleinste Bewegung gibt es Gewackel. Ja, nun. Damit der Gips dann auch hebt. Ja, mal schauen, ob es funktioniert. Und jetzt probiere ich das. Wie gesagt, ich mache das allererste Mal. Ich habe nur ein Video angeschaut und ich mache das ja so salopp aus dem Handgelenk. Mal schauen. So, wie Anfänger das machen. Weil es geht ja im Prinzip nur darum, dass die Löcher wieder zu sind. Also von dem her mache ich das auf die Anfängerart. Ich ziehe es einfach auf. Und ich habe es auch ein bisschen dünner gemacht, einfach damit ich ein bisschen mehr Zeit haben. Aber so geht es an und für sich eben schon am besten. Und es hält natürlich wirklich hin. Diese schöne Reihe. Und jetzt klebt er. Also.
Dann mache ich es eben genau dahin das erst, damit man das Desaster nicht gerade sieht. So sieht es jetzt natürlich auch aus. Aber ich hoffe, dass es einigermaßen wird. Das wird ja noch glättet nachher. Also fürs erste Mal nicht so schlecht. Wird noch ein bisschen besser. Wow, Gott sei Dank, ich habe es geschafft. Oh Gott, da ist es. Oh, hast du es geschafft? Schweiz auch! Ja. Wir sind auch. Das ist ja noch so gestorben. Jetzt zieht er gerade. Ich stopfe das einfach in die Löcher rein, oder? Nein, gib doch. Das ist der Oberhammer. Ich mache jetzt eine Ausbildung zur Maurerin. Ja, super. Das ist ja bomb. Wir können ein bisschen ausrüsten. Ja, komm mal. Ja, wir machen das. Guten Morgen, heute ist Tag 4, wo ich jetzt dran bin am Gang. Ich habe gestern schon angefangen zu verputzen. Es ist relativ gut gegangen, finde ich, als Laie. Sehr viel habe ich nicht gemacht. Ich bin immer wieder ein bisschen unterbrochen worden, also von dem her. Aber ich habe schon noch mal Türrahmen. Da hat es ja überall rechte Schlitze auf der Seite gehabt, weil alles rausgebrochen ist. Die habe ich jetzt schon einmal vorgespachtelt, damit es einfach schön trocknen kann und hoffe, dass es hält. Ja, und jetzt geht es weiter mit dem Verputzen. Viel Freude beim Zuschauen. So. Ich möchte jetzt hier hinten gerade noch ein Loch füllen, das sehr gross ist. Für das tue ich jetzt einfach relativ wenig anrühren, damit ich nicht so hetze. Und zwar mache ich das wie ein Anfänger. Einfach immer nur stückweise, damit es keine Klumpen gibt. Etwa so wie beim Herdöpfelstock. Jetzt mal schauen, ob das so geht. Und ich mache das jetzt mit einem kleinen Spachtel. Und muss das jetzt einfach noch die Snow aufbauen. Dass irgendwie alles in diesen Löchern ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall probiere ich das jetzt so.
sieht jetzt das gerade für den Moment aus. Jetzt lasse ich das trocknen und gehe dann nochmal drüber und hoffe, es wird etwas. Also nur zum Sagen, diese Seite hat eine Toni gemacht. Wellengang hoch 10. Ich bin jetzt hier gerade die Löcher noch am Zumachen. Ich hoffe, es hilft. Sonst machen wir es halt nochmal. Also schön ist anders, aber für den Moment soll das so lange. Hätte ich die Toni nicht so wüst geschliffen, hätte ich nicht so viel zu tun. Aber von meiner Seite, ganz ehrlich, sieht es besser aus. Ich mache jetzt hier weiter und filme erst wieder, wenn ich an der nächsten Wand bin. Also, bis gleich. Und so. Aber ich bin sicher jeden Tag bei 4 Stunden, 3 bis 4 Stunden dran und hoffe, dass ich heute den Rest noch ein bisschen arbeite und dann wird noch ein bisschen abgeschliffen. Aber jetzt zeige ich dir zuerst, was ich schon gemacht habe und was ich noch mehr mache. Ich hoffe, ich kriege es an, dass es nicht zu viel wackelt. Also, schauen wir es uns an. Das ist jetzt der Bereich, wo man hochläuft. Und da hat man sieht es noch, da wo die Schatten sind, die dunklen, das sind wirklich die grossen Löcher gewesen, wo ich verspachtelt habe. Das ist halt noch nicht überall ganz fertig. Da hat es noch eine Lücke auf der Seite und die muss ich auch noch schön verspachteln. Man sieht, ich habe mit sehr super geschafft. Anfänger sieht es halt ein bisschen so aus. Hier oben sieht man auch die weißen Stellen, die sind bereits verspachtelt. Und das, was grau ist, das muss ich noch machen. Auch hier sieht es noch nicht super aus. Hier habe ich einfach nur vorgespachtelt. Das sind die Stellen, die halt ein bisschen tiefer waren. Und das mache ich einfach Schritt für Schritt. Hier an der Türkante siehst du, hier noch ein riesiges Loch. Das muss noch gemacht werden.
Und auch meine Wände, du siehst, es sieht noch ziemlich abstrakt aus. Das wird dann jetzt nochmal ein zweites Mal ein bisschen verspachtelt. Und dann wird es geschliffen. Und dann hoffe ich, es sieht einigermaßen anständig aus. Am schlimmsten ist die Türschwelle. Hier ist wirklich ganz viel Oberbe gekommen. Also das muss ich alles noch auskorrigieren. Hier hinten ist noch der Sicherungskasten. Hier hinten muss ich auch noch verspachteln. Der Sicherungskasten, da geht noch ein Kabel drüber. Darum sieht das jetzt etwas abenteuerlich aus. Ich musste das mit der Rolle unterstützen, weil ich das nicht am Boden legen kann. Da gibt es auch noch einiges zu tun. Und das Ganze noch von dieser Seite. Also, ich würde sagen, langweilig wird es mir nicht. Es gibt noch einiges zu tun. Du hast gesehen, das ist der aktuelle Stand. Es ist sehr abenteuerlich. Aber immer positiv denken und dann kommt es gut. Schlimmer wie vorher ist es definitiv nicht. Ich werde jetzt den Gips anrühren und werde weiterarbeiten. Und heute kriege ich noch Hilfe. Also, es kann nur gut werden. Viel Spass beim Zuschauen. Ich bin jetzt hier gerade wieder am Anrühren. Und meine Jungs haben wahrscheinlich ein bisschen Erbarmen mit mir gehabt, weil ich immer gejammert habe, dass ich das Zeug von Hand anrühren und echt mühsam ist. Und sie haben mir besorgt einen professionellen Mixer. Mixstab. Super, super, super. Also, können wir da jemals auf die dumme Idee, selber zu verputzen? Unbedingt zutun. Können sie im Baumarkt kaufen. Die sind meistens rot oder orange. Nicht wirklich sehr teuer. Kann man auf jede herkömmliche Bohrmaschine aufsetzen. Und dann kann es losgehen. Aber tun sie euch vielleicht lieber nicht an. Ich würde es nur noch gegen Bezahlung machen. Oder wenn es mit eigenem Bus ist. Aber dafür habe ich etwas Neues gelernt. Also, geht es ans Mischen. Wenn ihr gemischt habt, ich mache das immer gerade so, dass ich den schnell abspüle. Weil es ist nachher sonst relativ mühsam, den zu putzen. Also schnell ihren Kübel mit Wasser reinstellen und einfach schön die Wasser reinigen. Mal. Bei jeder Schicht ist es besser gegangen und etwas schöner geworden. Es wird aber definitiv nicht perfekt sein. Und mich persönlich stört jetzt das überhaupt nicht, weil es ist ein altes Haus und darum darf die Wand auch etwas Struktur haben. Super Ausrede. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich recht zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so hinkriege. Ich bin noch nicht ganz fertig. Also es gibt noch kleine Stellen, die ich noch machen muss. Aber ich würde sagen, die grösste Arbeit ist gemacht. Und die grösste Sauberei vor allem ist vorbei. Ich zeige dir jetzt noch ganz kurz, wie es im Moment aussieht.
Und dann gibt es das nächste Video, wenn wirklich alles fertig ist. Das kann aber sicher eine Woche noch gehen, weil ich nebenbei auch noch etwas arbeite. Aber ich würde sagen, ich zeige dir das jetzt einmal. Ich hoffe, du schaltest wieder rein. Ich würde mich sehr freuen. Es würde mich auch sehr freuen, wenn es einen Daumen nach oben gibt. Und dann würde ich sagen, hab's gut. Bleib kreativ. Und all deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal.